Hallo Daniel vom Kanal Faunus. Herzlichen Glückwunsch zu 111 plus Abonnenten. Und ich möchte mich mit dieser Videoantwort für deine Videos bedanken. Ein Knoten, den ich sehr gerne benutze. Ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Den mache ich so. Ich tue so, als ob ich einen normalen Knoten mache. Ganz normalen Knoten. Und dann wickel ich dieses Ende nochmal durch. Bei dicken Seilen reicht es einmal. Und erhalte so eine Spirale hier. Die ziehe ich dann zu. Und dadurch habe ich so eine Art Stopperknoten. Also bei dünneren Knoten gehe ich dreimal rum. Dadurch erreiche ich, dass diese äußere Schlaufe auch beim Anziehen schön locker bleibt und man kann den Knoten wieder gut lösen. Also noch einmal. Ich brauche etwa eine kleine Fingerlänge länger. Da kneife ich, mache einen regulären Knoten aber dann gehe ich nochmal durch und nochmal durch. So entsteht so eine Spirale und das kann man jetzt zuziehen, sodass die Schlaufe hier außen wieder innen durchgeht. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, funktioniert als Stopfer oder Stoppknoten, weil da so eine Art Kugel entsteht, die aber im Gegensatz zu den schönen Diamantstopferknoten wieder leicht aufgeht, weil man wiederum, wie gesagt, hier anfassen kann und das ganze Ding außen ziehen. Wofür brauche ich die? Damit sichere ich meine True Knight hier an meinem Neckknife und erhalte auf die Art und Weise ein Halsband, das mit Sicherung quasi ist. Das heißt, wenn ich mich aufhängen sollte, fallen sollte und aufhängen sollte, wird die Lampe lediglich hier rausgezogen und ich komme frei. Als weitere Anwendung habe ich den an meinem 4 Meter Paracord, was mit Lösen dieser Schlaufe hier und Ziehen dieses Innenspiralbandes dann gelöst werden kann. Aber das ist auch der Knoten, der mir jetzt das Armband hier festhält. Und indem ich diesen Schnippel etwas länger rausgucken lasse, kann ich mein Armband leichter, also an dem Schnippel hier fangen. Ich fange es und jetzt kann ich es durchziehen. Durch die Schlaufe. Also man kann diesen Schnippel hier durchziehen, dann fängt man es hier. Jetzt hat man die Hand frei und kann die Schlaufe darüber ziehen und erhält so diese Stoppaktion. Wenn man jetzt noch will, dass es noch enger wird, dann zieht man hier an der Schlaufe das zu. Und den Knoten nochmal bei Dunkelheit mit meinem Neckknife Taschenlampen-Setup zeige ich jetzt. Einmal durch. Zweimal durch. Und zuziehen.
und mit einem Schlückchen Ingwer, Zitronentee verabschiede ich mich jetzt. Also dann, alles Gute weiterhin mit deinem Kanal und danke für diese Videoantwort. Hoffe, der Knoten ist von Hilfe und du kannst mir vielleicht sogar sagen, wie der heißt, also der normale Knoten mit 2 bzw. 3 Wicklungen.